Servus, herzlich willkommen zum kleinen Video. Heute gehen wir wieder nach Unterhaching. Zu Gast hat die Spielvereinigung heute den SC Paderborn, den Tabellenführer der dritten Liga. Ich würde einfach mal sagen, gehen wir schon mal Richtung Bahnhof, damit wir schnellstmöglich in Unterhaching sind. Weil ihr wollt natürlich das Spiel sehen und nicht das da. Also sehen wir uns gleich am Bahnhof wieder. Tschüss! Leute, es ist 9.32 Uhr. Und Slupix hat den Bahnhof bis jetzt noch nicht betreten. Was ich noch sagen wollte ist, dass, keine Ahnung. LAN! Hoi! Hoi! Pünktlich als letztes Mal. Ja. Wir müssen noch zum Bäcker. Dann war wieder wie bei Haching, so eine alte Oma, die musste richtig ihr Kleingeld zählen. Wie die bei Haching, die. Nice. Ja Leute, ihr habt's gesehen, Slupix ist jetzt auch schon da, gerade hierher gelaufen. Hallo. Wir fahren jetzt gleich nach Haching, der Zug fährt in 10 Minuten, dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Tschüss. Hallo? Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht, es ist 14.02 Uhr und die Mannschaften sind immer noch nicht auf dem Platz. Hallo, ich will Fußball sehen. Unterhaching, mein Verein, so blau, das will ich sein. Unterhaching, du bist nie allein und wirst es niemals sein. Auf geht's! Aber die machen schon Krach da hinten. Ja, ich weiß. Aber wir machen mehr Krach. Thank you.
So Leute, bevor das Video weitergeht, reden wir noch mal kurz über Chancenverwertung. Okay, ich kann verstehen, dass Haching gegen Rostock 0-3 verloren hat, ja. Aber keiner der Spieler hatte Bock, da irgendwie zu spielen, ich weiß auch nicht warum. In diesem Spiel hatten wir aber richtig viele Chancen, und zwar Hardcore-Chancen, wo der Ball eigentlich zu 100% rein muss. Ich habe jetzt vor der Halbzeit und nach der Halbzeit zwei Beispiele. Der Halbzeitpfiff ist auch da drin dabei, also von daher nicht irritieren lassen. Die zeige ich euch jetzt mal und dann seht ihr, was mit Hachings Chancenverwertung ist. Das ist nämlich letzter Müll, das kann ich euch sagen. Guckt es euch einfach an und ihr braucht euch gar nicht denken, warum ich da so rumgeschrien habe. Ja. Beep, beep. Fuck!
piep, piep.